So, wir holen die auf 400 Kilometer ran. Das ist, wie gesagt, das ist so mein persönlicher Daumenwert, der sich entwickelt hat. Wenn ihr das anders macht, ist das auch völlig okay. Und damit gucken wir mal, was passiert. Staging, zack, das sind die. Das sind dann die. Und hier passiert dann das. Das sieht doch gut aus. Alles klar, dann gucken wir mal, wie gut oder schlecht unser geiler Pilz des Todes kostet. Fliegt. Kostet, weiß ich schon. Aber mal gucken, wie er fliegt. Mal sehen. SRS an, Vollschub ist drin und wir fliegen los. Hat auf jeden Fall einen kurzen Moment gedauert, dass er sich überlegt hat, wann es losgehen soll. Gibt eine schöne Abgasfahne auf jeden Fall. Ich gebe ihm jetzt schon mal einen leichten Drall, damit ich es nachher nicht machen muss. Okay, wir kommen auf knapp 100 Meter pro Sekunde scheinbar hoch. Das ist doch schon mal gut. Jetzt werden wir gleich die Booster abwerfen. Jawohl. Und dann einmal wieder so weit hochfahren, dass wir uns mit ungefähr 100 Meter pro Sekunde weiter bewegen. Das darf ruhig ein bisschen steigen. Das ist auch okay. Was ich jetzt erstmal mache, ist Höhe nehmen. Ich will unbedingt Höhe kriegen, um aus der Atmosphäre rauszubekommen. Rauszugehen. So, wir können jetzt auch mal den Surface Prograde einfach probieren. Theoretisch sollte der Surface Prograde mit der Zeit einen kleinen, dadurch, dass wir schon angepischert haben in Richtung Osten, sollte der mit der Zeit, wenn die Rakete nicht total fail ist, so einen kleinen Gravity-Turn für uns fliegen. So, da unten rastet gerade alles ein. Es fliegt überraschend gut. Und ich verbitte mir, dass hier das P-Wort benutzt wird. Weil wenn das für dich das P-Wort ist, empfehle ich dir dringend zum Arzt zu gehen. Sehr, sehr, sehr dringend. Dringend. Eigentlich jetzt. Krankenhaus, Notaufnahme. So, das sieht gar nicht so schlecht aus bisher. Wir haben ein bisschen seitlichen Drall, das ist aber auch nicht so wild. Den lasse ich ihn jetzt auch machen, das korrigiere ich lieber oben weiter. Wir haben eine okayische Geschwindigkeit für die Höhe. Er macht, wie prognostiziert, langsam aber unsicher seinen Gravity Turn. Das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Also im Moment alles gut. Und das Schöne ist ja, wir haben ja in der Mitte dann jetzt noch diese volle Stage mit dem großen Triebwerk. Also das Mainsail ist ja in der Mitte drin. Mit dem haben wir dann auch noch ordentlich Druck, um in den Orbit hochzukommen. Und ich denke mal, wir sind höhentechnisch auch nicht mehr so weit davon entfernt, dass wir keine größeren Probleme mehr mit dem atmosphärischen Druck haben. Und dann nochmal vielen Dank an den Dajin, so rum, nicht Daijin. An den Dajin, danke fürs Follow, willkommen bei den Kommonauten und ganz viel Spaß beim Zugucken, während wir auf dem Weg sind, um unsere Verrückten aus dem Space Camp zu evakuieren. So, und ich glaube, jetzt haben wir eine schöne 45-Grad-Drehung. Jetzt gebe ich ihm mal Vollschub, damit wir hier rauskommen. Okay, wir sind auch eben auf den Orbit View umgesprungen und jetzt schieben wir uns einfach erstmal hoch auf, also nicht 100 und ein bisschen Kilometer wahrscheinlich. Gucken, gleich müssten unsere seitlichen Booster ausgebrannt sein. Weg damit, wir sind sauber rausgekommen und wir lassen das Triebwerk jetzt noch ein bisschen laufen, bis wir so auf, weiß ich nicht, 120, wie gesagt, würde ich schon gerne mal. Wir gucken mal, ob wir hier einen Treffer hinbekommen. Oh, und wir müssen tatsächlich jetzt mal eine Korrektur fliegen, bevor es viel zu spät wird. Das Ding ist nämlich auf einer doch sehr anderen Flugbahn unterwegs. Ich gehe mal flach und bisschen tiefer. Oh Gott. Ich hoffe, dass mir das jetzt nicht gleich aus den Händen reißt. So. Schön hier runter. Ah, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Okay. Okay. Jetzt können wir wieder Prograde gehen. Okay, ich mach mal kurz aus. So, wir gehen jetzt auf Target Retro, damit hier keine Unfälle passieren. Und währenddessen können wir uns von dem Tüdelkram hier schon mal direkt verabschieden. Ui, Zentrifugalkraft sei Dank, wird er sich von uns entfernen. So, damit haben wir den großen
Pilzkopf schon mal abgeworfen. Jetzt machen wir noch unsere Strom- und Antennenproduktion an. Zack, Extend Solarpanel und Extend Solarpanel. Und da kommt unsere Station gerade vorbeigerauscht. Wir sind ein bisschen spät dran. Extend Antenne, aber ich will das lieber ordentlich vorbereitet haben. So, wir geben jetzt mal Hackengas. Und zwar auf einem etwas tieferen Orbit. Das ist aber nicht so wild, weil wir sind jetzt eh hinter der Station. Wir müssen sie eh einholen. Von daher ist das völlig okay, dass unser Orbit ein bisschen tiefer stattfindet. Der ist nämlich, joa, letztlich dann schneller. Gut. Wir bremsen uns jetzt mal in die Geschwindigkeit der Station ein. Wir haben noch eine Entfernung von 33 Kilometer. Das ist also alles nicht so wild. Wir können jetzt mit der Stufe hier noch ganz gut Druck machen. Und das werde ich auch ausnutzen. Reichlich. Damit wir uns da jetzt ranschleichen können. So, wir sind fast stabil von der Geschwindigkeit her. Also wir haben noch 100 und ein bisschen Meter, die wir ausgleichen müssen. Und das heißt für uns natürlich gleichzeitig auch Orbit erreicht. Zack, jetzt machen wir einmal aus. Und schleichen uns jetzt schon mal an, solange wir die große Stufe noch haben. Also, das hat auch schon mal gar nicht so schlecht funktioniert. Also ich hatte es mir tatsächlich deutlich schlimmer vorgestellt. Und damit hätten wir ein Vierer-Kapselsystem, mit dem wir arbeiten könnten. So, mal gucken, ob das dann alles so funktioniert. Aber im Großen und Ganzen alles gar nicht so wild. So, wir haben einen Orbit erreicht. Massive Scale Launch, das hat uns von den enormen Kosten auch nochmal 40.000 zurückgegeben. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Macht sicherlich vieles einfacher. So, und ich gucke mir auf der Map an, wie unser nächstes Rendezvous dann aussieht. Unser nächstes trefft euch. Okay, das können wir noch ein bisschen kleiner machen. Also ich probiere jetzt mal hier hinten ein tatsächliches Rendezvous zu erzeugen, von dem man behaupten kann, dass es ein Rendezvous ist und nicht ein Flyby auf 5 Milliarden Kilometer Entfernung. Und das heißt für mich immer so einstelliger Kilometerbereich wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und soll das andere Schiff sich nicht vorher schon auf den Heimweg machen? Um Himmels Willen, nein. Das Spacecamp läuft nämlich noch 5 Tage und 3 Stunden. Das ganze Spacecamp wäre völlig für den Arsch, wenn wir jetzt schon losfliegen. Das andere Schiff muss sich natürlich vorher auf den Heimweg machen. Insofern hast du nicht komplett Unrecht, Semstus, aber noch nicht jetzt. Das andere Schiff bleibt noch angedockt. Wir parken dieses Schiff. Also wir fliegen jetzt orbitmäßig hin und halten dann so 500 Meter Abstand oder sowas mit diesem Schiff und parken es dort neben der Space Station, dass es bereit steht und wir loslegen können. Aber was wir nicht tun, ist jetzt schon andocken. Da warten wir, weil das erste Schiff, was Turis mitnimmt, wird das Fischkopfschiff sein, so rum. So, das dort loslegt. So, und ich komme jetzt tatsächlich in niedrigen einstelligen Kilometerbereich sogar. Das ist jetzt sehr verschwenderisch, was ich tue, aber wir haben ein sehr starkes Triebwerk und auch noch sehr viel Delta-V-Budget zur Verfügung. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich schnell genug noch die Bremse reinbekomme. Wir gehen mal auf 1 Kilometer ran. Ab da wird vorsichtig gearbeitet. Und gehen jetzt retrograde mit dem Triebwerk schon mal. Fairings werden überschätzt. Ja, deshalb kann man ja einen riesen Pilzkopf draufsetzen. Oh Gott, der letzte Tropfen Kaffee. So, jetzt ist der Kaffee definitiv alle. Aber sowas von alle. Ich muss mir was überlegen für diese langen Streams. Ich brauche größere Kaffeetassen, oder? Ich muss mir eine Kanne hinstellen oder so. So. Gut, irgendwo da hinten kommt jetzt mit relativ hoher Geschwindigkeit, ein Zeitraffer an, unsere Raumstation auf uns zugeschossen. Die werden wir leicht verfehlen, das ist aber auch gut so. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir den richtigen Moment erwischen. Also, wir haben 630 Meter pro Sekunde, wir müssen 225 Meter pro Sekunde ausgleichen. Wir haben 24 Meter, das ist hier ungefähr ein Drittel der Zeit, also ist ungefähr ein Drittel der Zeit grob jetzt. Mal gucken, ob es klappt. Also theoretisch müssten wir so auf ungefähr 1 Kilometer Entfernung einbremsen. Ah, kacke, bin ich gut. Ah, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, hätte der liebe Hannibal gesagt. Und zwar der vom A-Team. So, 971 Meter. Jetzt machen wir noch die Feinheiten beim Angleichen. Trust Limiter. Ganz wenig.
Kaffeetassen gibt's bis zu 12, was ich weiß. 12 Kaffeetassen? Das verstehe ich nicht. So, also wir sind auf jeden Fall jetzt schon mal schön nah dran. Jetzt muss ich noch schaffen, dieses letzte bisschen Geschwindigkeit anzugleichen. Das sieht gut aus. So, jetzt sind wir in ungefähr einem ähnlichen Orbit unterwegs. Wir werden uns jetzt auch in 5 Tagen keine tausenden Kilometer mehr entfernen. 12 Liter, ach, da fehlt das L, alles klar. Wir werden uns keine 1000 Kilometer mehr davon entfernen. Im Gegenteil, wir driften da wahrscheinlich sogar ganz langsam ran. Unser nächstes Rendezvous sind 0,8 Kilometer, dann sind es 0,2. Okay, das macht mir ein bisschen Sorgen. Wir gehen vielleicht mal zu diesem 0,2 Kilometer Rendezvous und bremsen das nochmal sauber ein. Das ist mir ein bisschen arg nah, muss ich sagen. Also meine Angst wäre, wie das nächste Rendezvous aussieht. 0 Meter. Weil ich hatte ja gesagt, ich wollte ein bisschen Abstand halten. Auf der anderen Seite ist so ein Rendezvous aber auch immer ganz schön, weil wenn sie sehr nah beieinander sind, haben sie sehr ähnliche Bahndaten. Und auf sehr ähnlichen Bahndaten kann man sie sehr, sehr gut zu einem Punkt abbremsen, wo sie wirklich gemeinsam unterwegs sind, weil sich eben die Bahnen nicht mehr zu sehr unterscheiden. Weil wir hatten ja jetzt kurz eine angeglichene Bahn, die weicht aber mit der Zeit natürlich wieder ab, weil unterschiedliche Höhe, leicht andere Bahnparameter und so weiter. Wenn man sehr, sehr nah beieinander ist auf der Bahn, was man normalerweise im Leben nicht tun würde, versucht das nie bei der ISS, die steinigen euch, sobald ihr in Steinwurfreichweite seid. Naja, dann kann man schön nebeneinander herdriften, weil man nicht so viel Abweichung voneinander hat, wenn man die gleiche Geschwindigkeit fliegt. Tun wir jetzt gerade nicht, aber ich nutze eben diesen 200 Meter Flyby, den wir gleich machen werden, oder in dem wir uns gerade befinden, mehr oder weniger. Ist jetzt nicht mehr lange hin. Nutze ich, um jetzt einmal eine Angleichung zu machen der Geschwindigkeit. So. Mit der Hoffnung, dass sich das dann relativ stabil hält. Oder zumindest ich, wenn ich irgendwie randrifte oder sowas, nicht mit einer Geschwindigkeit randrifte, die uns alle umbringt. Sondern mit einer Geschwindigkeit, die irgendwie vertretbar ist. Ja, Steinwurfreichweite im Orbit. Man muss den Wurf nur gut genug berechnen. Dann kann das verblüffend viel Reichweite sein. So, jetzt versuche ich hier mal noch den letzten Nupsi-Schlag zu tun. Um das anzugleichen. 001, 00. So, wir sind jetzt auf 208,4 Meter. Langsam herandriftend immer noch. Da drüben haben wir eine Separation von 0,9, hier haben wir eine Separation von 0,3. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube wirklich, das ist okay. Jetzt, wir tanzen halt so um die Station wahrscheinlich jetzt rum. Oder wollen wir es uns angucken? Wollen wir hier bleiben und das sehen? Eigentlich nicht, oder? 5 Tage sind echt noch eine lange Zeit. Was passiert jetzt so? Wir driften da so rum. Dann driften die da so lang. Hui. Also irgendwie, jetzt überholen die uns und dann ab dem 900er Punkt werden wir sie wiederholen. Und Quieker oder Quäker, je nachdem wie du es selber gerne aussprichst, willkommen, danke für dein Follow, viel Spaß beim Zuschauen. Ja, wir sind heute noch relativ entspannt mal unterwegs auf dem Follower-Ziel, finde ich schön. Ist mir lieber als, sagte er, und es kam noch ein Follower, danke Basten für dein Follow natürlich auch. Und ist mir aber lieber so, als wenn hier die wilde Bot-Horde wieder durchreitet. Genau, und jetzt kommen wir dann langsam wieder rangedriftet, ne? Auf 0,3 und da hinten sind es dann 1,4. Okay, das scheint jetzt immer so hin und her zu gehen. Ich guck mal jetzt nur mal. Meine Angst wäre jetzt, wir gehen jetzt nochmal durch dieses hier durch, dass hier dann das nächste Mal 0,0 steht, weil das da ist ja jetzt auch gerade größer geworden. Nicht, dass das hier sukzessive dementsprechend kleiner wird. Das wäre ein bisschen doof. Ne, hier ist auch 0,9. Ganz ehrlich, können wir mit leben, wenn wir nachher dann in 5 Tagen hier wieder herkommen und die Entfernung zwischen den beiden beträgt dann irgendwie 4 Kilometer, dann nähern wir uns die 4 Kilometer noch an. Wir haben ein Delta-V-Budget noch von, wir könnten noch bis zum Mond fliegen. Von daher lassen wir das jetzt einfach mal so, wie es ist. Und werden uns jetzt mal angucken, was wir derweil tun können. Also,
Es ist noch ein bisschen Zeit bis Duna, aber wir können theoretisch eine Duna-Mission vorbereiten. Wir können natürlich jetzt auch mal gucken, gemeinsam nochmal, und das wäre mein Vorschlag. Wir gucken jetzt mal in die Mission rein, was es da eigentlich so zu tun gibt für uns. Wir haben nämlich noch freie Slots. So. Also, Space Camp wird jetzt auch demnächst frei. Da sind wir auch schon hin unterwegs. Explore Duna ist der Satellit, dauert ein bisschen. So. Available. Science Expansion for Moonbase Bravo-Wohneinheit. Das hatten wir schon mal drüber gesprochen. Crew Rotation, Flag on Minmus würde natürlich hervorragend passen zu, wir machen eine Minmus Base. Könnte man mal mitnehmen, wäre ein netter Zusatzverdienst. Das ist einfach so als Nebenvertrag. So, du. 2100 Units of Ore from Duna extracten. Ja, sehe ich ähnlich wie den anderen Vertrag. Wir sind noch nicht mal nach Duna hingeflogen. Ich würde jetzt noch nicht über Abbau von Erzen sprechen. So. Duna Magnetic Field Dingsbums. Das wäre natürlich noch interessant, aber man muss. Okay, Enter and maintain proper orbit for 175 Days. Das könnte man auf den Satelliten nach Duna mit raufnehmen. Dass wir den Magnetometer-Scan und den Radioplasma-Wave-Scan, die sind beide nicht gigantisch groß, dass wir die mitnehmen und diesen Orbit hier auch tatsächlich einschlagen, um nochmal Zusatzkohle aus der Duna-Mission zu ziehen. Und richtig viel Science. Also das wäre noch eine schöne Möglichkeit. Das wäre so ein quasi noch so ein Bonus-Ding. Ganz ehrlich, ich glaube, ich nehme den an, egal was ihr jetzt schreibt, weil den Slot, der ist es mir wert. Guckt euch mal an, was das an Kohle gibt, auch Advance. Und wir haben 25 Jahre Zeit, das zu machen. Ich bin ein Freund von nicht nur wegen einem Vertrag solche Ausflüge wie Duna zu machen. Lasst uns da die Bücher ein wenig füllen. So, High Resolution Scan of Kerbin, High Resolution Scan of the Moon. Scan Kerbin for Resources. Viele, viele Touristen. Genau, es gab jetzt, das hat auch schon wieder jemand von euch nochmal reingeschrieben, nämlich der Hans, das Space Hotel. Da ist so ein bisschen die Frage von mir in die Runde. Wir haben ja gesagt, das ist hier die Colonization-Serie. So. Also das Casino wäre ich dagegen. Ich würde nicht das Casino machen wollen, weil Casino aus meiner Sicht nicht so zu dem passt, was wir vorhaben. Aber da wir auch das Space Camp gemacht haben, könnte ich mir storyline-technisch sehr schön vorstellen, dass es so eine Hotelmöglichkeit gäbe. Wollen wir diesen oder versuchen, diesen Tourzweig zu eröffnen, dass wir ein Space Hotel oder bezahlt werden, ein Space Hotel zu bauen? Oder wollen wir das nicht? Wie gesagt, Casino nicht, aber Hotel kann ich mir durchaus vorstellen. Aber das wird wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit und Aufmerksamkeit fressen. So. 175 Tage den Orbit halten, Season. Ja, das kann aber ein Satellit ganz gut machen. Ich mache das auch gerade um Minmus rum, oder? Genau. Der ist hier auch schon eine Weile unterwegs. Oder ist es der da? Der da ist es. Genau, also der ist auch bald durch. Das ist eine Probe halt, die das macht. Okay, pass auf, dann probieren wir das mal. Ich habe gehört, dass das nicht ganz einfach ist, diese Investor-Tour zu machen. Ich bin gespannt. Okay. Wir müssen einen Rover bauen, wenn ich das richtig verstehe, und mit denen rumfahren. Richtig? Irgendwie so. So, some investors are looking to build a facility in space and would like a tour of the KSC. Unfortunately, due to Linus' clerical error, we have two competing investors waiting for the tour right now. We can't let the investors see each other, and there's only time to give one inspector the tour. So we'll have to pick which facility we want to build. Grab a spare rover out of the space plane hangar and give the chosen investor a tour. Okay, wir müssen einen Rover bauen und dann müssen wir Thampi Kerman davon überzeugen, dass das hier eine tolle Idee ist. Gut. Dann probieren wir das doch mal aus. So. Zack. Zack. Rover bauen. Rover bauen. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Dann hätten wir mal die. Also zumindest die Option auf einen Space Hotel finde ich eigentlich ganz spannend, weil damit würden wir ja auch wieder Kerbals für die Raumfahrt begeistern, hoffe ich. Und damit kriegen wir mehr begeisterte Kerbals für die Raumfahrt, was wiederum bedeutet, wir bekommen mehr Kerbals, die wir irgendwo auf abgelegene Kolonien schicken können, um sie dort elendig sterben zu lassen. So. Rover kann ja nicht so schwer sein. Also. Dü 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 dü.
Zack. So. Räder. Ich habe doch schon Räder, oder? Ich habe Räder. Ich glaube, ich nehme die coolen Räder. Oh, wait. Was ist hier los? So. Die Dinger hier rüber. Zip. Und dann kommen da noch mal zwei weitere Räder ran, weil wegen vier Räder fährt sich besser. Das ist im Spaceplane Hangar, also das bauen, aber muss ich ja nicht, oder? Ich kann das auch hier bauen. Ich weiß nicht, mein Part-Limit im Spaceplane Hangar ist ein bisschen... Ich muss Ihnen das nur alles zeigen. Okay, ich muss Tempi-Kerman abholen, dann den alles... Nö, es steht nicht, wo ich es bauen muss. Dann baue ich das nämlich hier fertig, weil hier habe ich keine Part-Limits und so Schnickschnack. Ja, da ist es definitiv einfacher, aber ich habe halt... Na gut, kommt Freunde, dann machen wir es. Bevor ihr mich jetzt alle volltextet, dass ich einen Rover im Spaceplane-Hangar bauen soll, baue ich den natürlich im Spaceplane-Hangar und werde ihn wahrscheinlich upgraden müssen. Die Kohle haben wir aber gerade. Und MM256, vielen lieben Dank fürs Follow. Viel Spaß beim Zugucken und... Genau, wir haben hier nämlich das Problem, dass wir nur 30 Parts haben. Zack, jetzt haben wir mehr Parts. So, war eher mal an der Zeit, das irgendwann zu tun. Dann können wir auch mal irgendwann... dann können wir doch mal irgendwann die Sachen für Flugzeuge benutzen. So, zack, Rover. Schwupp. Bup, bup, bup. Warum baust du den Rover nicht in der Fab? Haltet die Klappe. Alle. Tip, 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 zack. Dann nochmal Räder. Zack. So, dann haben wir schon mal den Part des Rovers erledigt. So, dann brauchen wir Sitze, um den Rover zu fahren. Wir könnten natürlich auch richtig coole Sitze bauen. Oh, lasst uns einen coolen Rover bauen. Ich keine Sorge, keinen zeitlich aufwendig coolen Rover, sondern einfach nur einen coolen Rover. So. Dann können wir nämlich direkt einen Fahrer mit rausnehmen. Oh ja. Coole Sache das. Sehr schön. So, dann kommt natürlich hier der Sitz mit drauf. Hä, wo ist er? Da. Du. Sitz. Der Sitz für meinen Gast. Sollte dann aber auch nach vorne gucken. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich sehe, wo vorne ist. So, drehen, drehen. Falsch gedreht. Richtig gedreht. So. So, da kann unser Gast einsteigen. Dann möchte unser Gast da sicherlich gerne irgendwie hochklettern. Machen wir hier hinten mal so eine kleine Leiter fest. Ich glaube, die ist auch lang genug. Ja, ist genau für sowas ist die ganz hervorragend scheinbar. So. Sehr gut. Was? Gronkh nannte es mal Schrödingers Chat. Der Chat ist zu jedem Zeitpunkt gleichzeitig dafür und dagegen. Eine sehr schöne Analogie. Kann ich so nur unterstützen.
Machen wir hier unten drunter noch ein Dings. Dann haben wir einen etwas schweren Tiefpunkt. Wenn Tesla das macht, können wir das auch machen. Dann kann das nämlich gar nicht falsch sein. So, und dann machen wir hier noch ein schönes Photovoltaik-Panel drauf. Einfach um dem Investor auch zu zeigen, was für unglaublich energie- und Dingsbumsbewusste Leute wir sind. So, und last but not least, ganz wichtiges Feature. Ohne das können wir nicht rausfahren. Was mache ich denn heute? Ich will doch zoomen. So, zack. Einige langjährige Zuschauer der Hardcore-Körbelsee werden das Feature sicherlich schon kennen. Ohne das kann man einfach keinen Rover bauen. Das geht einfach nicht. Das sind nämlich die Antennen hinten raus. Und die braucht man. Die sind ein wichtiges, wichtiges, wichtiges Feature. Weil man die dann so anstellen kann. Und dann sehen die nämlich cool aus. Die sehen vor allen Dingen cool aus. So, gut, damit haben wir einen Sitzplatz für unseren Investor. Wir haben einen Fahrer. So, wer darf diese Verantwortung tragen? Diese Verantwortung, oh Gott, das übernimmt der Chef selber. Ich setze mich heute mal in den Buggy und dann muss ich keinen von euch anschreien, wenn ich es versaue. Und werde mich darum kümmern, unseren Investor abzuholen. Das natürlich muss ich als Leiter des Raumfahrtsprogramms da, mal zeigen, dass ich da auch interessiert dran bin. So, und wir suchen für das Hotel den Tamfi Kerman, dass wir den an Bord nehmen und dann machen wir mit ihm eine Tour in der richtigen Reihenfolge. Und ich befürchte, dass das zeitlich limitiert sein wird und ich befürchte, das wird alles ganz gruselig, aber wir werden uns das mal angucken. Cancel, und das ist der Investor-Buggy. So. Zack, und dann würde ich sagen, launchen wir dieses überaus teure Gefährt. Ich habe bestimmt irgendwas Wichtiges vergessen, aber es ist total egal. Wir fahren ja nur ein bisschen rum und gucken mal, ob wir uns Investoren an Land ziehen können. Das ist zumindest ein Versuch wert. Ja. Mal sehen. Mal sehen. Rödel, rödel, rödel. Rödel, rödel. Okay, Funkkontakt zum Buggy ist aufgebaut. Jetzt müssen wir nur noch Tamfi finden. Sun 4, Tamfi. Wir wollen zu Tamfi fahren. Oh Gott, ich gehe bestimmt drauf. Okay, lenken kann man es schon mal. Strom klappt auch. Strom lädt sich auch wieder auf. Oh Gott, das war laggy gerade. Fährt man mit, eher mit SAS oder eher ohne SAS? Eine gute Frage, oder? So. Zack. Ich mache hier mal unsere Mission schon mal auf. Wir haben noch 5 Tage und 3 Stunden für die Aktion und wir wollen ja nur so ein bisschen rumfahren. Gut, und ich hoffe ehrlich gesagt, dass das dann auch funktioniert. So, damit sind die Brakes vorne, glaube ich, aus. Das war ein guter Input, weil sonst überschlägt er sich ja gerne mal. So. Dann gehen wir uns mal Tamfi holen. Mit sagenhaften 36 Meter pro Sekunde kommt Winter angefahren. Licht an, die Show kann beginnen. Ich gucke auch total überzeugt von der Aktion. Mal gucken. Mal gucken. Hauptsache, es geht keiner drauf. Sehr schön. So. Hui. Düdüt. Oh, oh. Oh, die sind abgeworfen worden. Oh Gott. Aleandi, vielen Dank für dein Follow. Und, jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal. Okay, Tamfi, so rum. Aleandi, danke für dein Follow, so rum. Und, Tamfi hat auf jeden Fall den Sturz überlebt. So, kann ich jetzt umschalten? Ja, Tatsache. Alles klar. Tamfi, los, einsteigen. Los, los, los. Complete one of the following tour. Fertig. Hä? Ich bin doch noch gar nicht losgefahren. Ich guck mal gleich, wenn ich umschalte. Was für eine Leiter habe ich denn vergessen? Ich habe die Leiter nicht vergessen. Huch.
und climb out. Los, climb out! Hä? So, jetzt aber. Zack, board. Hä? Ist die Tour jetzt erledigt? Okay, yay, wir haben... Komm, wir machen eine kleine Tour einfach so, damit sie es gesehen hat. Wir fahren jetzt einmal am Spaceplane-Hangar vorbei und zeigen ihr einfach mal den Spaceport ein bisschen. Dann habt ihr den auch mal gesehen. So, also das, so viel Zeit nehmen wir uns jetzt. Also Tamfi ist da, hat auch schon gesagt so, wow, dieser Buggy war so hervorragend. Das ist so geile Technologie, auch die zwei Antennen hinten. Hat dann noch gefragt, ob die Antennen ausgefahren werden können. Dann habe ich ihr natürlich gesagt, na klar, steig ein. Wir fahren für dich sogar die Antennen aus, um hier die Spoiler zu haben. Zack. Und davon war sie so überzeugt, dass sie uns direkt den Vertrag zugeteilt hat und gesagt hat, alles klar. Mehr muss ich gar nicht sehen, aber jetzt habe ich gedacht, dann kriegt sie trotzdem mal... Ich kriegt sie trotzdem mal die Tour.